Herzlich willkommen, liebe Zwillinge, zu eurer Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 1. Juni bis zum 11. Juni. Das ist die zweite Dekade in euren Sternzeichen. Wir sind also mitten in der Luftenergie. Und an diejenigen Zwillinge, die jetzt schon bereits Geburtstag hatten, ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Nachträglich vielleicht oder vielleicht heute. Alles von Herzen, alles Gute. Ja, und diese Tatsache, dass wir jetzt mitten in der Luftenergie sind, wirkt sich für uns alle unterschiedlich intensiv aus. Und da schauen wir uns heute mal an, wie diese Energien sich so auf dich auswirken, liebe Zwillinge. Also eine Karte für euch für diese Dekade. Okay, das war sie. Eindeutig. Oh, die Sonne. Klarheit, Eindeutigkeit, einfach Freude und Sommerfeeling, ne? Also total easy, es wird total einfach und schön und frei. Ja, das Schöne bei der Sonne ist, dass man vergangene Probleme überwunden hat und die Situation sich lichtet. Die Sonne scheint auf alle Umstände drauf, ne? Im metaphorischen Sinne. Also überall ist Licht. Alles wird klar erkennbar und auch die Kommunikation zwischen dir und deinen Mitmenschen wird um einiges klarer und eindeutiger, verständlicher. Da gibt es nichts im Schatten, da gibt es keine Geheimnisse, da gibt es keine Unklarheiten, da gibt es nur Eindeutigkeit. Und das gibt einfach ein sehr starkes Vertrauen in die Welt. Ja, die Sonne symbolisiert auch das Urvertrauen, ne? Dieses Vertrauen, mit dem wir alle auf die Welt gekommen sind dieses Vertrauen darin, dass die Welt ein Ort der Sicherheit ist, ein Ort, in dem wir uns sicher fühlen können. Auf der Karte ist ja auch ein Kind dargestellt und das ist eben auch ein Hinweis auf dieses Urvertrauen. Es ist also auch für dich eine Zeit, ja, etwas in Heilung zu bringen, dich mit deinem inneren Kind auseinanderzusetzen, in Verbindung zu bringen und diese Seite in dir aufleben zu lassen. Also erstmal eine wunderschöne Grundenergie. Schauen wir mal an, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir so bezieht. Huch, huch, huch. Okay, ja. Ach, das ist irgendwie putzig. Ja, es ist putzig. Es hat wirklich etwas hier mit deiner kindlichen Seite zu tun und mit Liebe. Ja, hier nämlich auch der Wunsch bei dir, dich mit deiner kindlichen Seite auseinanderzusetzen, auch irgendwie kindliche Wünsche hochkommen zu lassen, sich einfach, ja, mit diesen Wünschen, den Träumen und Vorstellungen von damals zu beschäftigen und die aufzudecken. Auch Themen, die in den Schatten waren, ins Licht kommen zu lassen und mit einer jungen Naivität sich diese Schattenseiten anzugucken, frei und vorurteilsfrei und offen. Ja, und mit so einer verspielten Absicht, sowas Unernstes im Positiven ist dabei. Und dir gelingt das über Großzügigkeit mit deinen Gefühlen, Fürsorge, liebevolles Miteinander und wenn du auf das Verbindende achtest. Und Fürsorge ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht
gibt, möchtest du oder solltest du darauf achten, mehr Fürsorge zu geben, aber du bekommst dann auch viel, ne? Es ist so ein Kreislauf und ja, und einfach wirklich auch großzügig mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Das ist wirklich eine günstige Zeit dafür. Jetzt gilt es in dieser Zeit nicht für dich, etwas zurückzuhalten emotional, sondern zu zeigen und liebevoll deine liebevolle Seite walten zu lassen. Und ich sehe hier in dieser Dekade für dich eine ganz große Chance, deine Vergangenheit aufzuarbeiten, neu zu beschreiben, Erinnerungen neu zu beschreiben. Ich habe letztens mal gehört, dass Erinnerungen so funktionieren, dass man sich nur einmal erinnert. Also einmal, also an ein gewisses Erlebnis erinnert man sich nur einmal wirklich und alle anderen Erinnerungen an dieses Erlebnis sind auch nur so Konstrukte von unserem Gehirn. Also sind immer von vornherein ein wenig verfälscht und verfälschen sich immer weiter im Laufe der Zeit. Also wir können uns eigentlich gar nicht so gut an eine Situation erinnern, wie wir das immer denken. Es ist immer verfälscht. Und wenn das alles so konstruiert ist, dann liegt auch vieles in unserer Hand, wie wir die Welt sehen, wie wir auch unsere eigene Vergangenheit bewerten. Und in dieser Karte kann man auch etwas zum Positiven hin umschreiben oder einfach den Fokus auf neue Aspekte legen auf seiner Vergangenheit und so einen anderen Bezug, einen neuen Selbstbezug zu sich selbst und seinen vergangenen Ich finden. Hier ist so eine Chance für dich. Und das ist einfach auch Heilung, ne? Innere Heilung, innere Befreiung von dem Vergangenen und die Konfrontation mit seinem ursprünglichen Ich, seiner kindlichen Seite, mit den Gaben, mit dem Charakter, mit dem man einfach auf die Welt gekommen ist. Ich sage jetzt nicht, dass der Charakter, also dass das alles ist, also, aber ich glaube schon, dass man mit gewissen Grundanlagen auf die Welt kommt. Aber natürlich hängt es auch sehr viel von einem persönlich ab, was man da, was man, wie man sich, was man aus sich selber macht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich schweife ab. Okay. Aber eine interessante Zeit für dich. Auf jeden Fall. Schauen wir mal, mit welchen Herausforderungen du es in dieser Zeit zu tun hast. Oh, wow. Bam. Da kommt einiges auf dich zu und das ist wohlverdient. Die Mühen der letzten Zeit werden sich für dich auszahlen. Du wirst vieles, vieles zurückbekommen. Vieles wirkt sich jetzt aus. Hier ist Erntezeit angesagt, auf materieller Ebene und auf Handlungsebene. Es wird sich wie ein Sieg anfühlen. Du hast, habe ich hier schon gesagt, bei der Karte, du hast vergangene Probleme erfolgreich überwunden und kannst das jetzt absolut genießen. Jetzt kommen die Ergebnisse. Da könnte auch Geld reinkommen. Aber du wirst einfach auch stolz auf dich sein, ne? Hier der Stolz darüber, dass du das geschafft hast. Dass du diese Probleme erfolgreich überwunden hast. Und das jetzt endlich, ja, jetzt kommen endlich handfeste Ergebnisse, ne? Jetzt siehst du endlich den Lohn für deine Arbeit und das hast du dir einfach verdient. Wow, in der letzten Zeit hast du dir sehr viele Sorgen gemacht und dir auch Vorwürfe gemacht. Hier sehe ich Schuldgefühle.
Vielleicht hast du auch jemand anderen Vorwürfe gemacht oder ein Mensch hat dir Vorwürfe gemacht. Auf jeden Fall sind hier sehr viele negative Gedanken zu sehen und die sind alle in Bezug auf Schuld. Also in irgendwas, bezüglich irgendwas hast du dich auch schuldig gefühlt. Und das war sehr quälend, sehr anstrengend für dich. Aber ich sehe hier auch gleichsam, dass diese Schwierigkeiten überwunden sind. Die Situation hat sich jetzt für dich gelöst. Vielleicht hat eine Versöhnung stattgefunden oder ein Aussprechen oder du bist einfach mit dieser Haltung, hast diese Themen verarbeitet und bist in eine friedlichere Haltung gekommen. Vielleicht hast du auch, vielleicht kam auch irgendein neuer Umstand hinzu, der dazu geführt hat, dass du dich weniger schuldig fühlst. Oder diese Vorwürfe, die du anderen gemacht hast, sich auch aufgelöst haben. Auf jeden Fall kannst du da ein Stück weit das so hinter dir lassen und das ist gut so. Ja. Jetzt macht sich ein ganz anderes Gefühl in dir breit und das ist gut so. Du strotzt vor Selbstbewusstsein, ne? Du weißt, wer du bist, du weißt, wo du in der Welt hingehörst, du weißt, wer zu deinem engeren Kreis gehörst und du bist auch bereit, deinen Raum in der Welt von äußeren Einflüssen zu verteidigen, abzuhalten, abzuschotten, zu schützen. Ja, vielleicht ist man da auch manchmal ein bisschen zu rigoros, ne? Aber das sehe ich eigentlich bei dir gerade nicht, die Gefahr. Also manchmal entsteht dadurch so eine gewisse Engstirnigkeit, aber das nehme ich zurück. Sehe ich hier eigentlich gar nicht, ne? In Verbindung mit den anderen Karten. Ja, da sind nämlich auch noch die drei Stäbe und die geben dir die notwendige Zuversicht. Du bist sehr optimistisch in dieser Zeit. Du bist sehr offen, ne? Diese Karte gleicht das dann halt auch aus, ne? Hier zeigen sich auch hier diese kindliche, naive Seite so ein bisschen, wirklich so eine gewisse Leichtigkeit, so ein Frohsinn, so ein Wankelmut. Du bist jetzt auch bereit, ein Risiko einzugehen in einem gewissen Maße. Bist bereit, auf die Menschen zuzugehen. Offenheit und Frühlingsgefühle zeigen sich hier. Also der ein oder andere könnte sich auch verliebt fühlen in dieser Zeit. Auf jeden Fall wirklich siehst du auch deine Zukunft einfach positiv. Ne? Hast sehr positive Glaubensüberzeugung, nach denen du handelst. Und ja, einfach so ein Grundoptimismus. Das ist einfach unheimlich schön. Oh. Ja, ich muss schon sagen, bei dir ist Erd- und Feuerenergie sehr stark zu sehen. Hier eine Löwe-Karte. Vielleicht hast du einen Löwe um dich herum. Hier auf jeden Fall sehr starke Gefühle. Der Wunsch, dich mit dem Leben zu beschäftigen. Mit dem Leben als solches, mit allen Pro und Kontras. Den Wunsch, auch das Leben in seiner Komplexität, ja, zu erkennen, zu spüren. Ja, denn die Karte, diese Dame, die zieht auch etwas von der Transzendenz runter in die Welt der Materie, aber da öffnet sich ihr auch ein Geheimnis über das Leben. Es gibt da also schon auch eine Wechselwirkung. Es ist in dieser Lebensfreude, in der Welt der Begierden und Trieben ist auch ein Stück Wahrheit drin, ne? Ist auch irgendwie ein Prinzip über das des Lebens drin verhaftet und dieses Prinzip des Lebens möchtest du jetzt erfahren mit allen Pro und Kontras, ne? Auch die Schattenseiten
Bist du bereit anzunehmen? Und vor allem ist hier einfach auch sehr viel Antrieb zu spüren und auch sehr viel Leidenschaft und sexuelle Anziehungskräfte. Und auch hier, ja, eben Optimismus, Lebensfreude, Lebensglück und die Bereitschaft, dich mit deinen Mitmenschen auseinanderzusetzen, ne? Vielleicht, ne? Also ich habe ja schon gesagt, hier, der ein oder andere von euch ist verliebt. Ja, dann besteht zwischen euch beiden wirklich, bestehen hier sehr starke sexuelle Anziehungskräfte und es könnte sehr heiß werden, ne? Es könnte hier wirklich sehr intensiv zwischen euch werden. Wir haben ja in dieser Dekade einen zunehmenden Mond, die ganze Dekade über. Deswegen von Tag zu Tag werden die Energien zunehmen und ich kann mir vorstellen, dass von Tag zu Tag du selbst diese Lebensfreude und Lebenslust und diese Leidenschaft immer stärker spüren wirst. Und ich finde, du hast im Moment genug Selbstbewusstsein und die richtige Einstellung, dass du darauf auch voll einsteigen kannst und das wirklich für dich einfach, das einfach annehmen kannst und genießen kannst. Die dunklen Zeiten sind vorbei. Jetzt kannst du richtig Gas geben, ne? Hier richtig Power geben. Ah ja, und hier zeigt sich ja eine andere Person oder auch du selbst. Das ist so ein bisschen schwierig. Ja, denn der Ritter der Scheiben ist eine Person der Erde. Na, ein paar Erde hast du ja, deswegen vielleicht der ein oder andere könnte auch diese Person darstellen in dieser Zeit. Aber ich sehe hier doch vorwiegend eine Erdperson. Steinbock könnte es sein, Stier oder Jungfrau oder Widder oder ein anderer Zwilling oder lass mich überlegen. Krebs, ja, Krebs könnte es auch sein. Hier eine Person auf jeden Fall, die sehr viel Verantwortung übernimmt. Kann auch eine Mutter- oder Vaterfigur sein, eine Autoritätsperson, mit der du dich auseinandersetzen musst oder wirst. Diese Person kann einen wirklich sehr viel Sicherheit vermitteln. Diese Person ist halt wahrlich ein Fels in der Brandung. Eine Person, auf die man sich immer verlassen kann. Eine Person, die einfach stetig ist, absolut stabil, sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt und immer bei dem Plan bleibt. Manchmal aber auch ein bisschen stur und engstirnig sein kann. Ne? Sehr konservativ denkt. Ich möchte mal kurz schauen, was dir der Ritter der Scheiben bedeutet. Frieden. Es kann natürlich sehr gut sein. Nee. Planänderung. Ja, doch. Also es ist irgendwie, doch, du hast eine Verbindung zu diesen Menschen. Und diese Verbindung ist ganz freundschaftlicher Natur, ne? Ich sehe hier nicht unbedingt, also das ist mehr ein fairer Austausch. Es kann halt wirklich auch mit der Arbeit zusammenhängen, mit der Familie. Dann es ist wie hier mehr zwischen euch ein platonisches Verhältnis, das aber auch wirklich fair ist und gleichgewichtig. Und auf einer guten Kommunikation basiert und darauf fußt. Und hier gilt es irgendwie einen Frieden zu finden oder eine Abmachung, eine Absprache. Das wird so unbedingt, ich würde mal sagen, so um den 3., 4. Juni passieren. Das ist nämlich auch ein interessanter Fixpunkt innerhalb dieser Dekade, der 3. Juni. Da wird Merkur direktläufig. Der Merkur steht für Kommunikation, ist auch ein, ich glaube, ein Zwilling. Also dieser Planet wird, glaube ich, auch schlechthin dem Zwillingssternzeichen zugeordnet. Aber da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber Merkur steht für Kommunikation. Der Merkur war bis zum 3. Juni rückläufig und jetzt wird er wieder direktläufig. Das ist dann halt so ein Punkt,
Wo er wieder nach vorne, also ein Punkt, wo sich halt doch vieles verändert, ab diesem Zeitpunkt sind dann halt alle Planeten direktläufig, aber nur für einen Tag. Am 4. Juni ändert sich das leider schon wieder, da wird der Saturn rückläufig. Auf jeden Fall ist das halt ein wichtiger Fixpunkt und ungefähr um diesen Zeitpunkt würde ich mal schätzen, dass hier diese Vereinbarung stattfindet. Also ist ein guter Zeitpunkt, um Verträge zu unterschreiben, ist ein guter Zeitpunkt, um irgendeine dauerhafte berufliche Absprache zu finden. Also das ist wirklich ein günstiger Zeitpunkt dafür, jegliche Abmachungen, jegliche Kommunikation. Und dieser Ritter der Scheiben, der könnte auch wirklich ganz gut ein Bürokrat sein, ne? Vielleicht hast du irgendwas Bürokratisches da, was du regeln musst in diesen Tagen. Es ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, fair auf beiden Seiten. Ja, interessant. Okay, schauen wir mal weiter. Die Niederlage. Also da kommen bei dir schon manchmal Sorgen auf. Irgendwie, wir haben ja sehr viel Scheiben, Stäbe, ne, also Erde, Feuer, ne? Scheiben, Stäbe, Erde, Feuer, Energie. Es ist nicht so ganz deine Welt, ne? Auch wenn das hier sehr intensiv, sehr powervolle, sehr positive Karten sind, fühlst du dich in diesen Elementen nicht in dein Element, ne? Also nicht wo, so ganz zu Hause, nicht so ganz richtig aufgehoben. Und das macht dir manchmal vielleicht, lässt dich manchmal vielleicht ein bisschen zögern. Der Ratio ist im Moment nicht so aktiv, außer hier an dieser Stelle, aber bei dir könnten sich dann gedanklich doch einige Zweifel einstellen, vielleicht Sorge auch um die Zukunft. Aber diese Sorgen haben nicht unbedingt einen realistischen Halt. Wie soll ich sagen? Also die entsprechen nicht unbedingt der Realität. Diese Sorgen sind eventuell nur konstruiert. Deswegen würde ich dir vorschlagen, dass du hier das Risiko eingehst, ja, und versuchst mit deinen Zweifeln und deinen negativen Gedanken in eine liebevolle Haltung zu gehen, weil es liegt wirklich nur daran, dass im Moment diese Feuer-Erde-Energie vorherrschender sind. Und du diesen Energien einfach, ja, ein bisschen, dich ein bisschen unsicher in diesen Energien fühlst. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, es gibt auch viele Veränderungen in deinem sozialen Umfeld. Also da gibt es Umwürfe hier, ne? Zweierlei. Du hast das mit zwei verschiedenen Personengruppen in deinem sozialen Umfeld zu tun. Es gibt eine Personengruppe, die tatsächlich dir nicht mehr gut tut. Da gibt es Menschen, da hat sich die vielleicht ist das auch nur momentan, das heißt jetzt nicht, dass es so grundsätzlich so ist, aber es gibt so ein paar Menschen in deiner Umgebung, ihr tut euch einfach nicht mehr so gut wie früher, da ist so ein bisschen die Luft raus und vielleicht gab es auch ein paar negative, ja, das hängt bestimmt hier auch mit dem damit zusammen, es gab wahrscheinlich auch ein paar negative Kommunikation und insweit schon eine langere Zeit, so dass immer, wenn du dich mit diesen Menschen oder diesen einen Menschen getroffen hast, dass du auch immer irgendwas vermisst hast, irgendwie die Emotionen zwischen euch fließen nicht mehr so gut und da empfindest du immer ein Mangelempfinden in Bezug auf diesen Menschen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, diese Menschen oder dieser eine Mensch zieht dich in irgendwas rein, was du
worauf du gar keine Lust mehr hast. Es ist auf jeden Fall hier anzuraten, ein bisschen Distanz einzunehmen zu diesem Menschen, ein bisschen, jedenfalls für eine Zeit. Ich sage jetzt nicht, dass es ein dauerhafter Zustand ist. Es könnte sein, dass die Energien sich heilen und dass es dann wieder besser fließt. Aber im Moment, für diese Dekade, sehe ich da jetzt hier eher eine toxische Verbindung, und vielleicht braucht das ein wenig Zeit. Da solltest du auf jeden Fall den Abstand zu diesen Personengruppen wahren. Und es gibt hier ganz viel Neues. Ne? Ergeben sich ganz viele neue Begegnungen, neue Kontaktmöglichkeiten, vielleicht auch das Wiedertreffen auf einige Personen. Vielleicht wirst du überraschenderweise ein paar Menschen wieder treffen, an die du schon länger nicht mehr gedacht hast. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Neuigkeiten, neue Sachen, und auf die sollte man sich eher konzentrieren. Und da könnte halt wirklich eine schicksalshafte Begegnung auch dabei sein. Ja, du hast irgendwie Angst, dich in irgendwas reinziehen zu lassen. Und du hast Angst vor Abhängigkeiten. Das könnte man bei... Diese Karten sind hier doch sehr ähnlich, ne? Beide sprechen von Lebenslust, Lebensfreude. Beim Teufel ist es halt nur so, dass das alles ein bisschen ernsthafter ist, ne? Wenn man da zu unbedacht mit dieser Energie umgeht, dann landet man schnell in einer Art Falle. Und vor dieser Falle hast du Angst, weil du spürst diese triebhafte Energie, du spürst sie und du traust dir nicht so ganz, weil du Angst vor diesen Abhängigkeiten hast. Aber das ist nicht der Teufel, das ist einfach nur die Lebensfreude, die Lust, und deine Befürchtungen sind nicht ganz begründet. Du brauchst keine Angst vor diesen starken Trieben, vor diesen Abhängigkeiten, die daraus sich ergeben können, haben. Es gibt hier keine Prüfung. Das ist nur konstruiert, ne? Das kommt dir nur so vor. Du hast hier unheimlich schöne Karten, die es einfach nur zu genießen gilt. Und du hast die Prüfung bereits bestanden. Da kommt keine Prüfung. Ne, das sind die Ergebnisse aus deiner bereits überstandenen Prüfung, und das Leben will ich eigentlich nur beschenken. Das kann natürlich auch alles in Zusammenhang mit diesen Personen, mit dieser Personengruppe oder dieser Person, die für dich bei der das Verhältnis hier wie diese sieben Kelche ist. Das könnte sich natürlich auf diese Person auch mit beziehen, dass du auch Angst hast, dich von dieser Person in etwas reinziehen zu lassen, ne? Dich von dieser Person abhängig zu machen oder diesen Personengruppen. Hier könnten auch Süchte eine Rolle spielen bei dieser Personengruppe. Also Süchte in jeglicher Art. Vielleicht hat diese Personengruppe oder diese eine Personengruppe eine schlechte Angewohnheit, und immer wenn du dich mit dieser Person triffst, passt du dich dieser Person an und machst auch genau das Gleiche. Und das willst du nicht mehr. Davon solltest du dich dann auch einfach distanzieren. Jedenfalls für eine gewisse Zeit. Ich sage nicht, dass es hier dauerhaft sein muss, aber du hast ein viel zu cool, viel zu positives Mindset dafür, und du wirst die richtigen Leute anziehen. Ja, wunderschön, wunderschön. Also hier zeigt sich einfach nur emotionale Fülle, emotionale Leichtigkeit.
starke Wertschätzung, der freie Ausdruck von Gefühlen und sich einfach emotional hingeben zu können. Wirklich ein wunderschöner, wohliger Zustand. Also du kannst dieser ganzen Entwicklung vertrauen. Du zögerst zwar, aber du kannst dich da einfach fallen lassen. Ne? Hier ist auch der Verstand auch nicht gefragt. Auch nicht ganz deine Welt. Ne? Aber trotzdem ist es trotzdem auch schön, das auch mal zu erleben. Ne? Hier so viel emotionale Fülle und auch, dass du dich sicher fühlst. Ne? Sicher und geborgen. In der Welt, bei deinen Mitmenschen, in der Liebe. Das ist auch dieses kindliche Urvertrauen, von dem ich gesprochen habe. Du wirst es bis zum 11. Juni, bis zum Ende der Dekade deutlich spüren. Deutlich spüren. Und du wirst neue Menschen kennenlernen, die dir dieses Gefühl geben, bei denen du dich so gut aufgehoben fühlst. Vielleicht auch nur eine Special Person, ne? Sehr gut möglich. Also das ist wirklich hier um eine neue Liebe geht oder um die, ja, um eine, ja, Neuerfindung innerhalb eurer Liebe und Beziehungen. Ja, auf jeden Fall ein sehr emotional reichhaltiger Zustand, in dem man sich einfach fallen lassen darf. Du hast es dir verdient. Jetzt ganz im Ernst, ne? Du hast das hier überwunden, ne? Diese negativen Gedanken. Und das ist jetzt der Lohn für deine, für die Bearbeitung dieser Gedanken, ne? Gedanken bleiben auch noch weiter problematisch. Außer natürlich hier in dieser Kommunikation mit diesem Ritter der Scheiben. Das ist auch irgendwie nochmal eine richtig gute Sache hier. Da kommt vielleicht auch irgendwas in Heilung, in Versöhnung. Ja, aber so im Allgemeinen kannst du mal die Gedanken Gedanken sein lassen. Und dich auf die anderen Wesensaspekte in dir konzentrieren. Ich möchte dir noch einen Ratschlag vom Mond mitgeben. Was sagt der Mond zu deiner Situation? Okay. Kommunikation als Schlüssel. Neumond in den Zwillingen. Ne? Hier haben wir deine Karte. Ja. Das ist natürlich auch hier eine starke Kommunikationskarte. Und Kommunikation ist natürlich auch so deine Kernkompetenz, ne? Kernkompetenz kann man das so sagen. Und du wirst natürlich auch immer diese ganzen starken Karten, auch diese späteren Gefühle, das, was du auch empfindest, du wirst es auch immer auch kommunikativ ausdrücken können und wollen. Und für dich ist dann die Kommunikation auch eine Handlung, ne? Ist auch Tatkraft. Deswegen kommuniziere viel, das lenkt dich ab von den negativen Gedanken in dir. Wenn du das so für dich behältst, die Kommunikation, dann schwirren die Gedanken in deinen Kopf rum und finden keinen Ausdruck. Und das erzeugt den Zweifel. Deswegen bleib in Bewegung, bleib in Kommunikation mit Menschen, geh auf neue Menschen zu, es wird fantastisch und es wird einfach nur schön. Und du wirst tolle Erfahrungen machen. Ja, lieber Zwilling, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine wunderschöne, erfolgreiche Zeit mit vielen schönen, positiven Erfahrungen. Alles Gute und bis bald. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen.
Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video so wie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.